Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir aus der Menschenfarm, glaube ich, entflüchtet bei Asgard. Und jetzt sind wir hier in Hima. Steht hier nicht, okay. Ich denke mal, wir sind in Hima. Jedenfalls, wir haben Informationen bekommen, dass jemand weiß, wie man wieder da reinkommt. Oder? Ich komme jetzt wieder ein bisschen durcheinander, weil schon wieder ein bisschen näher. Der Weg in die Farm, genau. Okay. Warte mal, da brauche ich dich. Lass mal direkt gucken. Hätte ich vielleicht auch vor ein paar machen sollen, aber egal. Ja, wir wollen schon wieder in die Menschfarm rein, genau. Und jetzt sind wir hier gelandet, in Hima. Und ich glaube, da oben auf der Spitze soll sich jemand finden, der weiß, wie wir da wieder reinkommen. Wir haben mit dieser einen Lady da geredet, die gesagt hat, wo es hingeht, und jetzt kommt eine Katze hin. Ich weiß, wir müssen durcheinander, egal. Es kommt wohl nicht in Frage, das Grab auszuheben. Beten wir doch erst einmal. Hm? Ja, bitte. Mein Gott, der läuft steif irgendwie. Auserwählte Mana. Sterben. Was redet der da? Pietro, wir dachten, du wärst tot. Da bist du ja. Auserwählte sterben. Engel sterben. Menschen farm unterirdisch. Hier kannst du nicht bleiben. Komm mit. Du hast uns angelogen. Das ist der Mann, der aus der Farm entkommen ist. Wirklich? Bitte sag uns, wie du aus der Menschfarm gekommen bist. Felsbrocken. Groß. Unterirdisch. Juwel. Felsen. Verschieben. Das war den ich sofort am Anfang gesehen habe. Mir ins Auge gesprungen ist eben. Auserwählte. Was soll das bedeuten? Ist das der Fluchtweg? Bitte lass ihn in Ruhe. Jetzt hör mal zu. Dir reicht es vielleicht einfach, Pietro zu beschützen. Aber seinetwegen sind zahllose Menschen aus Ruins jetzt tot. Wie wär's, wenn du uns ein bisschen weiterhilfst? Pietro würde euch bestimmt gerne alles erklären und euch helfen. Aber durch den Fluch wurde er in dieses Wrack verwandelt. Er lebt wenigstens noch. Die Toten können uns nicht mal mehr sagen, dass sie Angst hatten. Bitte hilf uns. Wir wollen in die Farm eindringen. Wenn man da raus kann, kommt man auch irgendwie wieder rein, oder? Bitte. Schön, ich helfe euch. Aber dafür müsst ihr ihn von dem Fluch befreien. Die Aufzeichnungen zu Boltzmanns Haus. Heilverfahren sind im Turm des Mana. Damit kann man den Fluch vielleicht aufheben. In Ordnung. Aber die Befreiung der Gefangenen geht vor. Da lasse ich mir nichts einreden. Oder nicht mit mir reden. Er sagte, er sei bei der Flucht im Vorhof der Farm herausgekommen. Und habe den Ausgang mit einem Felsen verbarrikadiert. Seine Sachen sind in den Graben. Nehmt sie mit. Danke, er kommt zurück, wenn wir das Pfeiferfang gefunden haben. Komm, gehen wir. Also der Stein, der mir sofort ins Auge gefallen ist, als ich da reingegangen bin. Lag da ein Felsbrocken? Ja, Gernis, da lag einer. Ich erinnere mich, dass da irgendetwas seltsam wirkte. Ja, sehen wir uns mal an. Ja. Das heißt, wir können jetzt wieder den ganzen Weg da zurücklatschen. Hab ich dir schon einen Namen gegeben? Okay. Da gucken wir nochmal, ob da oben irgendwas ist. Also, als ich da jetzt was geändert habe. Muss ich doch irgendwas mit dem Fels bauen. Das war ja sowieso offen. Okay, kann ich das anzünden? Okay. Kratos? Wütend? Was? Kratos-san. ずっと怖い顔してるね。そうね。何かあったのかしら。と今、furchtanflößend。普段と変わったことはないが。いや、sag ich doch. Ich bin nicht wütend. Und der mir das nicht glaubt, den hau ich kaputt. Ja, so mache ich auch. Okay, dann müssen wir wieder zurück.
Nur für diese eine Information müssen wir jetzt wieder zurückgehen. Oh. Hätte ich aber auch schon so sagen können, aber irgendwie durch diesen Felsen da durchgehen können. Hey, hätte ich jetzt nicht hier hinkommen müssen, ganz ehrlich. So. Ja, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen lernen, wenn man China spielt. Ich kann nirgendwo, kann aber mal den Dingens rufen, den, weiß nicht mehr, wie der heißt, der Hund hier. Naja, Hund ist irgendwie komisch ausgedrückt, egal. Lass mich raten, gleich kommt wieder einer mit, ja, mit Schallgeschwindigkeit angedüst. Man kann gar nicht den Kämpfen hier ausweichen. Oh Gott, ein riesen Gockel wieder. So, machen wir einfach unison. Wutsch. So, ich weiß nicht, wie man hier so Spezialattacken einsetzt, ganz ehrlich. Ich habe mal irgendwann durch Zufall irgendwie Double Demon Fang oder Fierce Demon Fang oder wie auch immer eingesetzt. Oh nee, ich bin vergiftet. Ja, shit. Okay, die Dinger bringen irgendwie noch nichts. Diese Kartenattacken. Ja, irgendwie nicht. Zieht irgendwie genauso ab wie normaler Angriff. Verdammt. Ja. Ah! Flasche ein Topf gescheitert. Verdammt. So. Diesmal renne ich aber hoffentlich nicht wieder überall anders hin, wo ich nicht hin muss. Ich habe nur so ungefähr den Weg im Kopf. Aber ich bin trotzdem nochmal zur Sicherheit. Asgard Farm da. Ja, ich glaube, das ist richtig. Das kleine Ich kommt wieder. Leute, Eltern. Ach ja, das haben wir ja auch letztes Mal rausgefunden. いつになったら知らなかったなんてとぼけたセリフを言わなくて済んだ。知らなかったことが罪なのではない。知らなかったことに悪らをかいて恥じる心を忘れることが罪なのだ。人はすべてを知るにはあまりにわいそうだ。そうなのかもな。それでも俺は何も知らなかったことが辛い。母さんや父さんのこと。 何も知らなかったことが申し訳ないんだ。お前の両親は自分のことなど知らずとも、お前が元気でいればそれで十分だと思っているだろう。そうかな。それならいいんだけど。Okay. Irgendwie schon gedacht hat, dass das hier. Komm, ist jetzt ein vorbeikommender Kampf, ey. Freue ich mich schon, wenn wir ganz viele Techniken haben und alle kaputt hauen. Nee. Dort wahrscheinlich aber noch ein bisschen. Oh, kochen brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Nicht irgendwo so ein Stein, wo ich ihn aktivieren kann. Dann ist ja Luigi, ne? Wahrscheinlich kann ich da drüber. Ja, genau. Drüber kann ich wieder mit Neusch, hieß ja, glaube ich, ne? Ja. So, ihr könnt mich mal. Ich bin mobil. Ihr kennt mich nie. So, dann gehen wir mal zu den vollkommen auffälligen Felsen, wo ich schon als erstes reingehen wollte, als ich den gesehen habe. Und gehen dann jetzt da rein. Aber wir haben schon blöde Hauptcharaktertruppe irgendwie. Ja gut. Asgard Farm, Hallöchen. Wesentlich weiß ich, wo ich hin muss, ey. Die Macht der Exvias. エクスフィアが人間の命からできていたなんて。僕、なんとなく分かったよ。何が？エクスフィアから力をもらうとき、いつもあったかい感じがしてた。あれは、マーブルさんが僕に力を貸してくれていたんだ。ロイドの母さんも、ロイドのこと、 Okay. So, dann prüfen wir mal das Ding. Es ist der Stein, von dem Pietro gesprochen hat. Scheint so. Wir sollten versuchen, ihn wegzuschieben. Na. Es funktioniert nicht. Er bewegt sich nicht. Dann lass uns die Kugel des Steins einsetzen, die wir von Pietro erhalten haben.
Was? So, ich dachte, ich spreng nach dem Weg, ey. Aber als ich versucht habe, ihn wegzuschieben, hat er sich keinen Millimeter bewegt. Wir müssen los, Leute. Ja. Oh Gott. Und bei einer Tanzprobe schon wieder gestört. Wer zum Teufel seid ihr? Was? Oh. Fängt direkt an. Da. Au. Ah, ja. Oh, sexy Soldat. Okay, ich möchte für diesen TP sparen da. Moment. Stopp, tada. Achso, da tue ich die eine. Wenn ich irgendwie nicht weiß, was sie macht. Dieses kleine Ding, ein Fuchs oder was auch immer ist. Boah, komplett ihre MP schon wieder. MP, TP. Lass uns den Grundriss der Farm abrufen. Tetris. Professor, Sie sind fantastisch. Es gibt also auf dieser Seite auch Leute, die Maschinen bedienen können. Auf dieser Seite? Nichts. Ich spreche mit mir selbst. Wir befinden uns gerade hier. Und Qual sollte sich dort befinden. Das heißt, wir gehen erstmal in die komplett andere Richtung. Es scheint, wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren, um die Ebene zu erreichen, auf der sich Qua befindet. Sicherheitssystem? Hier. Okay. Wenn wir dieses Sicherheitssystem nicht deaktivieren, können wir nicht zu Qua vorstoßen. Das macht irgendwie Sinn, weil das auch direkt davor ist. Was sollen wir also tun? Beruhige dich. Irgendwo gibt es sicher einen Schalter, um das System zu deaktivieren. Hier ist es. Oder er. Okay. Muss ich schon erledigen. Siehst du die beiden Schalter am linken und rechten Ende dieses Durchgangs? Das sind die Deaktivierungsschalter. Okay, deaktivieren wir ihn. Wartet einen Augenblick. Ich zeige euch den Weg, der zu Quarfraum, zu Quars Raum führt. Das war doch gerade. Transportband behindert den Durchgang. Um es anzuhalten, müssen wir das Steuerungssystem des Bands außer Kraft setzen. Es ist so gebaut, dass man nicht zum Steuerungssystem, schon wieder Sicherheitssystem dran, gelangt. Solange Container auf dem Band stehen. Mal sehen, um das Containertransportsystem zu justieren. Ja. Verdammt, sie haben entdeckt, dass ich auf den Computer zugreife. Leute, was sollen wir tun? Die Designs werden jeden Augenblick hier sein. Verdammt! Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen. Warum wusste ich, dass das passiert? Ich wollte das erst sagen, aber... keine Ahnung. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, das habe ich vorher gesagt. Ja, egal. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir das System deaktivieren und in Quars Raum eindringen können. Was? Wir teilen uns auf? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wäre gerne in der Gruppe, die hinter Qua her ist. Ich auch. Und ich auch. Colette, bitte triff für uns die Wahl. Nun, also... ich überlasse es, Lloyd. Das war sowas von klar. Was? Wir? Ich weiß, du wirst uns gut einteilen. Hört nur auf seine Intuition und seinen Instinkt. Was soll das denn bitteschön heißen? Egal, ich werde also die Team zusammenstellen. Ich übernehme Qua. Ich möchte meine Mutter rächen. Oh ja. Ja, okay. Ich möchte gegen Qua kämpfen. Bitte, Leute, nehme ich mit. Zum Infiltrierungsteam. Ja. Okay. Ja, da haben sich ja schon einige freiwillig gemeldet. So. Ich möchte Lloyd begleiten. Dann geht zum Deaktivierungssystem. Team. Ich denke mal, da Rain sich als einziges hier irgendwie mit allen auskennt, sollte sie auch zum Deaktivierungssystem gehen. Du brauchst mich, damit ich die Technik in der Farm erklären kann. Ja.
Deaktivierungsthemen. Was? Ja, kann ich auch entscheiden, wo Leute hingeht? Zum Infiltrierungsteam. Oh, okay. Leute muss auf jeden Fall im Infiltrierungsteam sein. Okay, Lloyd, Kratos und Gannis, Rain, Colette und Sheena. Okay. Hey, die Männer- und Mädelstruppe. Okay. Fällt mir gerade jetzt so auf. Ja. Ich würde eigentlich Lloyd auch zum Deaktivierungsteam reinballern. So. Magiemäßig und so. Habe ich, glaube ich, auch gut eingeteilt. Ne? So, wir haben zwei Heiler. Und Kratos kann natürlich auch, kann ja auch heilen und. Weiß ich nicht. Ja, weiß nicht. Colette will uns ja auch begleiten, aber Gannis wollte ja unbedingt dahin und Kratos auch. Und ja. Wir haben auch in einem Team haben wir einen vernünftigen und in den anderen haben wir eine, die sich gut auskennt. Also ja, schon gut so. Ich werde Quatsch mit meiner Magie zu Kleinholz machen. Leute, lass uns Quatsch zusammen besiegen. Es ist schade, dass ich nicht mitgehen kann. Ich verstehe, überlass das andere Team mir. Du vertraust mir wohl, wenn du mich in eine andere Gruppe steckst. Wir treffen uns im Quas-Kontrollraum. So, okay. Kann ich hier hin? Nein, kannst du auch reinschießen? Ja, okay. Frage ist jetzt nur... Oh. Warte mal. Kann ich mir die Karte nochmal angucken? Nö. Ah, okay. Kaufen wir uns mal. Und tun wir mal erfrischen. Und speichern habe ich gerade auch gesehen. Also ein Speicherpunkt. Alles klar, dann. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Ich nehme natürlich erstmal hier die schöne Truhe. Priesterauge. Kannst die. Ach, hast du schon, okay. Dann. Weiß ich nicht, wir müssen ja jetzt nach links gehen, ne? Kann ich irgendwie ein Team wechseln? Nee, ne? Hätte mir ja gesagt. Oh! Was hat? Okay, solange hier nicht wieder unsichtbare Leute rumlaufen, habe ich kein Problem mit dieser ganzen Anlage. So, Granulat und Sichtleder. Schichtleder, so. Aus wie irgendwas für Leute oder Kratos. Boah. Geben wir mal nur so wenig Bonus, ne? 2 Punkte. Ist doch nicht. Okay, dann. Wenn wir es anhalten, verhindern wir, dass die Gefangenen zum Monster werden. Abstellvorhang läuft. Abstellvorhang beendet. Okay. Das heißt ja aber immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ich dachte, wir müssen hier nach links. Oder da, okay. Okay, die Rettung der Gefangenen, alles klar. Ja, das hat auch erledigt. Ach, hier waren wir ja, genau. Das Feuer des Mana-Rings ist stärker geworden. Es reicht nur an Stellen daran, die es vorher nicht erreichen kann. Ui. Kann ich euch ja damit abwurzeln? Na, komm her, ich will dich grillen. Will ich gerne grillen. Geil. Geil. Okay, hier ist nichts. So, ich möchte mich jetzt nicht mit so einem Dreier-Team jetzt hier vollkommen verausgaben. Wo ist ein Speicherpunkt wieder? Aber auch schon. Ignorieren uns voll, gut. Guck mal hier. Es gibt eine Anleitung mit dem Titel Bedingungen des Transportbandes. Sie lesen, okay. Wertkörper Transportband abschalten. Deaktivieren Sie den Schalter im Containerraum.
Transportband abschalten. Deaktivieren Sie alle 6 Kontrollschalter. Ach so, ich habe schon eine Vorahnung, was ich machen muss. Und hier auch warten. Okay. Nee. Ist hier noch irgendwas? Ja, warum sollte ich die Transportbänder abstellen? Okay, ich habe aber schon eine Vorahnung, was ich machen muss. Ja. Geil. Geil. Ein Schuss immer. Gut so. Mann! Brauchst du mich wohl? Ich glaube, ich spinne. So. Ja. Nix da. Okay, wir haben Magier, wir haben 2 Frontkontakts. Gut so. Jo. Der sexy Soldier. Komm. So. Josh. Okay. Kann ich von hier aus? Nee, okay. So, warum auch. Ich kann ja nicht vorbei. Spruch gelernt. Eruption. Oh, geil. Der gerade tanzt. Ja, schön Eruption ansetzen, Genis. Finde ich gut. Aber jetzt nicht sarkastisch gemeint. Ja. Geh weg. So. 1. Verdammt. Meine Siegesserie ist dahin. Na komm. Komm. Ja. Verdammt. So. Aha. So, die Frage ist jetzt, was hat mir gebracht? Irgendwas wird es ja schon gebracht haben. Aber ich würde sagen, ich bin mit dem Part hier mal. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.